Ein Trikot gehört noch mit dazu. Trainingsspiel für den Saisonstart in die neue Bundesliga. Doch was diesen Sport so anders macht, das verbirgt sich in der Box. Das ist so wie beim ganz normalen Fußballer, der seine bestimmten Fußballschuhe hat, mit denen er ganz besonders gut klarkommt. Und so habe ich halt auch mein spezielles Gamepad, mit dem ich schon, seitdem ich vielleicht 8 bin, spiele. Es hat ihn begleitet auf dem Weg nach oben. Der 22-Jährige ist nun deutscher Meister im E-Sport-Abteilung FIFA 07. Schnell drücken statt schnell laufen, Koordination ist alles. Wie schaffe ich es halt, das Gamepad zu bedienen? Wie schaffe ich es, meine Spieler auf dem Spielfeld dann dadurch in Szene zu bringen? Wie schaffe ich es halt, konzentriert zu bleiben, wenn wir dann im Kino spielen in Berlin und da sitzen hunderte Zuschauer und man weiß, es geht halt auch um ein bisschen Geld. Public Viewing bei Großveranstaltungen. Vor allem Jugendliche feuern ihre Stars an bei den Meisterschaften der elektronischen Spiele wie FIFA 07 oder Straßenrennen. Der Reiz? Teams oder sogenannte Clans konkurrieren online miteinander und das bis auf internationaler Ebene. Immer mehr Sponsoren erkennen den wachsenden Markt. Neben dem Firmensitz eines Elektronikversandhauses im hessischen Gießen trainiert die Werksmannschaft für die kommende Saison. Gespielt im Team wird Counter-Strike, umstritten und deklassiert als Killerspiel, für junge Erwachsene mittlerweile Volkssport. Man konzentriert sich auf die taktischen Feinheiten und das Team selbst. Das heißt, man kommuniziert miteinander, man muss unglaublich intensiv miteinander reden. Durch Schießen gewinnt man kein Turnier. Die Topspieler jetten nach New York oder Seoul und kassieren mit Preisgeldern bis zu 60.000 Euro jährlich. Für den Sponsor ist das Geld gut angelegt. Interessant ist natürlich für uns die Zielgruppe der Spieler, um da auch eine Sympathie zu zeigen, dass wir also den E-Sport ernst nehmen, dass wir daran glauben, dass es auch noch weiter und noch sehr viel professioneller werden wird in Zukunft. Das ist so der Benefit für uns. Mit GigaTV hat sich in der Medienstadt Köln ein eigener Sender um das Thema E-Sport gebildet. Rund 190 Mitarbeiter hat das junge Unternehmen, das auch die Ligen vermarktet. Der Umsatz geht inzwischen in die Millionen. So hat E-Sport in Köln mittlerweile oberste Priorität. Spieleentwickler und Veranstalter finden offene Türen. Ich setze eigentlich auf den Entwicklermarkt hier in Deutschland, dass sich eine nationale Spielekultur entwickelt, die uns am Standort stark macht. Bereits 1000 Arbeitsplätze zählt Köln im Zusammenhang mit Computerspielen. Das Trainingsspiel hat der deutsche Meister übrigens gewonnen. Eine gute Vorbereitung für die Europameisterschaften während der Leipziger Games Convention. Also in der Gruppenphase haben wir kein Spiel verloren und gegen die Konkurrenz aus Russland, der Ukraine und Ungarn, denke ich, können wir uns schon durchsetzen. Deutschlands E-Sportler mischen mit ganz oben.